So, ich versuche jetzt mal vor Augen zu führen, wie einfach das geht, mit dem Handy in unser Portal.net hineinzugehen und ein Foto aufzunehmen. Mal schauen, ob ich das jetzt hier so richtig hinkriege. Also, ich bin jetzt schon mit dem Handy in unser Portal.net auf die Startseite gegangen und jetzt ganz einfach auf der Startseite ein bisschen runtergehen und dann geht ihr ganz einfach in das neue Portal hinein. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier unten auf dieses Symbol geklickt, dann einfach die Cookies bestätigen. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, dass das auch richtig hier im Kamerabild drin ist. So, die Cookies bestätigen, dann einloggen. Hier oben mit anmelden. So, und jetzt hier. Den Usernamen eingeben. Jetzt muss ich mal gucken. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz beiseite nehmen, weil das Passwort muss man ja nicht für alles sichtbar reingeben. Soll ja nicht sein, ne? So. Also, jetzt bin ich eingeloggt und jetzt geht's weiter. So, das Handy wieder ein bisschen positionieren. Anmeldeinformationen speichern. Dann brauche ich das nächste Mal nicht wieder diese ganze Tipperei zu machen. So, ich bin eingeloggt. Habt ihr gesehen? Und jetzt kann ich natürlich hier durch die Bundesländer durchscrollen oder ich gehe jetzt einfach in den Bereich, wo ich ein Foto einfügen möchte. Ich sage jetzt einfach mal, zum Beispiel will ich ein Foto im Bereich Torrox Costa einfügen. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Torrox Costa hier oben, da. Torrox Costa. Klicke ich hier einfach auf den Bereich, gehe auf neues Thema und hier scrolle ich ein klein wenig runter. Also hier würde ich jetzt im Normalfall die Überschrift eingeben und dann den Betreff eingeben und dann im Textbereich eventuell, was ich für das jeweilige Foto als Text ein hinzufügen möchte, bla 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 bla. So. Und dann unten drunter habe ich ja hier die Möglichkeit und kann auf Datei Anhänge gehen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit und kann bei Datei Anhänge, na, wo ist es? Datei Anhänge. Datei hinzufügen, am Handy antippen. Na? Und hier kann ich jetzt auswählen: Kamera, Videokamera, Diktiergerät, eigene Dateien oder Dokumente. Ich sage jetzt einfach mal Kamera. Dann schaltet mein Gerät hier, das ist ein Android-Gerät. Und jetzt kommt automatisch noch was rein. So, und hier kann ich jetzt irgendein Foto machen. Ich mache jetzt mal hier zum Beispiel davon ein Foto. Zack. Und sage okay. Im Beitrag anzeigen. So. Zack. Jetzt ist das Bild im Beitrag hinzugefügt worden und dann gehe ich auf Absenden.